Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von L13, dem Langwirtschaftsmotor. Ja, liebe Freunde, heute geht es ans Eingemachte und zwar, nachdem wir hier das alles jetzt fertiggestellt haben oder beziehungsweise gebaut haben, gehen wir jetzt mal in die ganzen Kosten rein. Das war jede Menge Zeug, auf jeden Fall. Und da ich ja hier den LS so realistisch wie möglich spielen möchte, kam auch einiges zusammen und musste ich natürlich auch einiges ausrechnen, wie zum Beispiel Grunderwerbsteuer, die Notarkosten muss ich ausrechnen, die Grundsteuer der Gebäude, Versicherung der Gebäude, Versicherung der Fahrzeuge, dann die ganzen Subventionen, die ich bekomme, muss ich ausrechnen und so weiter und so fort. Die ganzen Fixkosten muss ich erstmal ausrechnen. Ja, da kam einiges zusammen auf jeden Fall. Und wo wir unterm Strich landen oder gelandet sind und oder beziehungsweise wie viel Kredit ich am Ende aufgenommen habe oder aufnehmen musste, je nachdem, schauen wir uns in diesem Video mal kurz an. Ja, ich wollte natürlich das Video rausgehauen haben, bevor wir heute Abend mit dem Livestream beginnen. Ne? Heute Abend wollen wir den Livestream machen mit Gordon zusammen. Gordon wollte hier mitknüppeln. Da werden wir die ganzen Fahrzeuge hochfahren und so weiter und die ersten Arbeiten aufnehmen. Aber bevor wir heute Abend in den Livestream gehen, möchte ich gerne mal mit euch hier die ganzen Kosten durchgehen. Und damit das Video nicht allzu lang wird, ja. Fliegen wir über oder beziehungsweise überfliegen wir das mal Ganze mal eben. Ja, wenn ihr dann genauer wissen wollt, was und wie viel was gekostet hat, dann müsst ihr das Video mal kurz anhalten, ne? Weil sonst wird das Video wieder allzu lang. So, wir gehen ja da, ja, genau, wir gehen erstmal hier raus auf dem Feld. Genau, da ihr werdet ihr das am besten sehen können, denke ich. Und ich mache mich hier mal kurz unsichtbar, damit ihr dann ja das auch besser sehen könnt. Auf einer Seite kriege ich das nicht rein. Da sitzt ja mehr, ihr werdet hier mehrere Seiten sehen, weil alles kriege ich hier nicht auf einen Bildschirm drauf. So, fangen wir mal an mit dem Grundstück. Grundstück hat gekostet 26.540 Euro. Dann die Grunderwerbsteuer, die sind bei 4.327 Euro. Notarkosten sind dabei, die Grundbuchkosten sind dabei mit 5.400 Euro. Farmhaus mit 75.000 Euro. Offene Halle haben wir mit 35.000 Euro. Futterscheune mit Garage mit 85.000 Euro. Großer Schweinestall haben wir dabei. Keller haben wir dabei mit 55.000, dann haben wir Holzscheune dabei mit 20.000, alte Holzgarage 10.000, Wasserquelle mit 500 Euro, Flutlichter mit 6.500 Euro, Hühnerstall dabei, Hundehütte dabei, Holzscheune mit 20.000 Euro dabei, Holzzaun mit 6.884 Euro dabei, Briefkasten mit 124 Euro dabei, dann haben wir hier den AgroStar 608 bis 6.38. Ich glaube, das ist der 6.38er mit 54.469 Euro. Das ist der, glaube ich, der Deutz, muss das sein. Dann als zweiten Traktor den AgroStar 4.78 mit 24.460 Euro. Dann den Class Dominator, das ist der Drescher. Das ist übrigens der günstigste Drescher, den ich überhaupt kriegen konnte. Mit 40.000 Euro. Schneidwerk dazu mit 12.500 Euro. Schneidwerkswagen brauchen wir. Mischstreuer habe ich dazu gekauft. Zwei Krone-Anhänger mit 23.000 Euro. Pflug, das ist der CV498H mit 5.500 Euro. Das ist, glaube ich, der 4- oder 5-Schaf-Pflug. Aber das werde ich dir dann heute Abend sehen. Die Maschine mit D9 3000 Super mit 17.200 Euro. Güllefass haben wir dabei. Spritzer haben wir dabei. Joskin 7.300. Das ist das muss der Anhänger, na, sag mal schnell. Wasseranhänger, genau. Der Wasseranhänger muss das sein mit 9.500 Euro. Frontlader mussten wir kaufen. Presse, das ist die AP 730 mit 14.000 Euro. Werde ich dir dann heute Abend auch sehen. Grubber haben wir dabei und der Scout mit 17.000 Euro. Der Scout ist allerdings das Messgerät, wo wir dann die Messungen auf den Feldern durchführen. Insgesamt sind wir ja bei 792.858 Euro. Das ist die Gesamtsumme, die hier anfällt.
Ich habe ihr allerdings ein bisschen mehr Kredit aufgenommen. Wie der Kredit im Einzelnen aussieht, das schauen wir uns gleich auch mal an. Also ich habe jetzt 850.000 Euro aufgenommen. Ne? Also ich habe jetzt ein bisschen mehr aufgenommen, weil ich auch ja zum einen möchte ich auch ein bisschen was an der Seite legen und zum anderen müssen wir ja am Anfang ja auch was einkaufen, Saatgut, Dünger und so weiter. Ne? Das müssen wir ja auch einkaufen und das kostet ja auch noch Kohle. Ne? Und deswegen habe ich hier ein bisschen mehr Kredit aufgenommen. So, jetzt schauen wir uns mal an, kurz was die aus was die Fixkosten bestehen. Die Fixkosten sind die Kosten, die wir jedes Jahr bezahlen müssen, ne? Also die fallen jedes Jahr an. Die Fixkosten bestehen aus der Sicherung der Fahrzeuge mit 489 Euro, Versicherung der Gebäude mit 1726,12 Euro, Grundsteuer mit 8427 Euro, die Pacht, also ich habe Felder nicht gekauft, ich habe die nur gepachtet, da fallen 5710,32 Euro an und der Kredit, zu dem Kredit kommen wir gleich, also die jährliche Belastung ist das jetzt, ne? Die Kreditbelastung, 40.674,48 Euro. Ne? Macht insgesamt 57.026,92 Euro. Das sind die Fixkosten im Jahr, die wir bezahlen müssen. Davon können wir natürlich was abziehen. Nämlich, wir bekommen im Jahr Subventionen. Ja, als Landwirt bekommt man Subventionen, aber nur, wenn man die Greening-Anforderung erfüllt. Ja, dann bekommt man die Kohle. Wenn man die Greening-Anforderung nicht erfüllen kann, aus welchen Gründen auch immer, bekommt man das Geld nicht. Ne? Deswegen müssen wir mal zusehen, dass wir die Greening-Anforderung erfüllen. Die Subventionen liegen bei 5710,32 Euro. Die müssen wir noch abziehen, weil das ja Einnahmen sind. Liegen wir bei 51.316,60 Euro. Ja, das sind die Fixkosten im Jahr, die wir bezahlen müssen. Ja, also das Geld müssen wir jedes Jahr reinholen. Ne? Also das ist schon nicht wenig. So, dann gucken wir uns den Kredit an. Der Kredit läuft auf 30 Jahre. Bei einem Zinssatz von 2,75%, da haben wir eine Gesamtleistung in den 30 Jahren jetzt, ne? Gesamtleistung der 30 Jahre bei 1.220.224,31 Euro. Hier kommen wir allerdings über 1 Million Euro. Das hängt aber damit zusammen, weil wir auch jede Menge Zinsen bezahlen müssen, ne? Davon Zinsen in den 30 Jahren 370.244,31 Euro. Davon Tilgung, ich habe jetzt 850.000 Euro aufgenommen. Hier ist die Tilgung logischerweise dann 850.000 Euro. Rechnen wir das Ganze runter in einem Jahr, also sprich 12 Monate, ist dann die Jahresleistung bei 40.674,48 Euro. Davon Zinsen 21.621,62 Euro. Und da die Tilgung haben wir, liegt bei 19.052,86 Euro. Ne? Also 40.674,48 Euro müssen wir jedes Jahr bezahlen. Ne? Hier haben wir natürlich den Vorteil, da wir ja auch sehr viel Zinsen bezahlen, können wir die Zinsen in der Einkommensteuer am Jahresende gegenrechnen, so dass wir nicht so viele Steuern oder Abgaben bezahlen müssen. Ne? Das machen auch viele andere Unternehmen. Ne, also jedes Unternehmen hat Schulden. Ne, es gibt wenige Firmen, die überhaupt keine Schulden haben. Ne, also ich als Unternehmer würde auf jeden Fall Kredit aufnehmen und ja, würde auf jeden Fall Kredit aufnehmen, so dass ich dann halt Schulden habe, damit ich dann halt was gegenrechnen kann zum Ende des Jahres. Wenn ich jetzt schuldenfrei wäre und ich würde mehr Einnahmen bekommen, als ich Ausgaben habe, ne, dann muss ich natürlich auch mehr Abgaben bezahlen, mehr Steuern, ne? Und wenn ich jetzt Schulden habe und ich kann die Schulden gegenrechnen, dann bezahle ich am Ende weniger Steuern oder weniger Abgaben. Das ist normal, ne? Deswegen. Ja, so sieht das im Grunde genommen aus. Ja, sehr viel Zeug auf jeden Fall, ne? Ja, müssen wir gucken, ja, aber wie gesagt, 51.316 Euro, das ist jede Menge Zeug. Aber das ist auf jeden Fall machbar, ne? Die 51.316 Euro ja, jedes Jahr aufbringen zu können. Das kommt immer darauf an, wie die Preise sich verhalten hier, ne? Die Preise steigen und fallen ja hier, ne? Und ja, das meiste kriegen wir natürlich zum Ende des Jahres, ne? Das meiste Geld, ne? Das kriegen wir am Ende des Jahres immer, ne? Und ich denke mal, dass wir das hinkriegen, ne? Also das unterm Strich, weil wir haben ja auch die
die Zinsen, die wir ja gegenrechnen können. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Die Zinsen können wir ja gegenrechnen. Und ich denke mal, dass das hier funktioniert. Es kann aber auch sein, dass wir auch mal das ein oder andere Jahr mal haben, wo wir ja Ernteverluste einfahren werden. Ne? Ich hoffe es zwar nicht, aber die Möglichkeit besteht immer, ne? Oder die Gefahr besteht jedes Jahr, dass irgendwas passieren kann. Ne? Aber ja, da muss man gucken. Ne? Wie gesagt, wenn ich den Kredit irgendwann nicht mehr bezahlen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich auch erstmal auf mein Fuhrpark zurückgreifen, sprich, ich muss erstmal Geräte verkaufen. Ne? Was ich hier, wenn ich in so einer Situation kommen sollte, würde ich als allererstes erstmal den Drescher verkaufen. Weil da kriege ich erstmal 40.000 Euro für. Ne? Nee, Quatsch, weniger. 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 Weil, ja, weniger. Wir kriegen die vollen 40.000 Euro kriegen wir ja nicht. Weil der schon in Betrieb genommen worden ist und so weiter. Ne? Weil wenn man Fahrzeuge neu kauft, ja, gerade wenn man ist noch gar nicht hier ganz auf die Straße, ne? Wenn man ein neues Fahrzeug kauft, dann hat das schon an Wert verloren, ne? Das kennt ihr ja auch. So ist das ja hier dann auch, ne? Bekomme ich aber keine 40.000 Euro, aber ich denke mal so 35.000 oder 30, 35.000 Euro würde ich den Drescher auf jeden Fall verkaufen, wenn ich in so einer Situation kommen sollte. Dann muss ich dann auf jeden Fall, wenn die Erntezeit beginnt, dann auf den Lohnunternehmer zurückgreifen. Ne? Immerhin besser als ja, das ist immerhin besser als als den ganzen Hof aufzugeben, sage ich mal. Ne? Wäre ja natürlich Schwachsinn, wenn ich jetzt, sage ich mal, was haben wir jetzt? Fixkosten, nee, Kredit haben wir jetzt 40.674 Euro. So, wenn jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro fehlen, ne, dann oder 10.000 Euro fehlen, ne, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, den ganzen Hof gleich aufzugeben. Ne? Dann verkauft man erstmal ein paar Geräte oder so, ne? Oder den Drescher, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Aber das müsste man sehen. Ne? Aber so sieht das im Großen und Ganzen aus. Und heute Abend starten wir dann in den Livestream rein und nehmen dann hier dementsprechend die ersten Arbeiten auf. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Gut. Das war es erstmal hier von meiner Seite aus. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Und dann freue ich mich heute Abend auf dem Livestream oder beziehungsweise ja, auf die ersten Arbeiten hier auf der Karte. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Ciao.